Hey Leute, ich bin's, MacTaverick. Ja, ihr habt keinen Ton mehr bei eurem PC oder Laptop. Dann möchte ich euch mal Ursachen zeigen, warum ihr keinen Sound mehr habt und euch auch mögliche Lösungen zeigen. Ja, im ersten Schritt solltet ihr natürlich überprüfen, ob alles richtig eingesteckt ist, angeschaltet ist. Ja, wenn ihr zum Beispiel externe Lautsprecher habt, dass das Kabel richtig drin ist, gegebenenfalls mal Kopfhörer oder andere Lautsprecher ausprobieren, ob die funktionieren. Dann ganz wichtig, hier unten auf dieses Soundsymbol einmal draufdrücken, auch schauen, dass das hier nicht, ja, ausgeschaltet ist und dass es natürlich auch weit genug vom Pegel her aufgedreht ist. Dann, was man probieren kann, hier rechte Maustaste wieder auf das Soundsymbol, dann auf Soundprobleme behandeln gehen und hier ja, sich von Windows so ein bisschen anleiten lassen und versuchen, das Problem zu ermitteln. Jeder, der das schon mal gemacht hat bei irgendwelchen Windows-Problemen, weiß, dass das nicht so von Erfolg gekrönt ist. Ja. Hier stellt er jetzt fest, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist. Ja, hurra. Es ist besser, man geht da in das Menü einmal rein, in die Einstellungen hier und dann unter System. Und hier unter Sound, da kann man ja hier die Eingabegeräte, mein Mikrofon, ja, könnt ihr hier sehen, und hier die Ausgabegeräte. Ich habe, wie gesagt, auch nur einen internen Lautsprecher, den ich hier benutze. Der ist ausgewählt. Dann kann man hier auf die Geräteeigenschaften gehen. Und ganz wichtig, ja, der sollte nicht deaktiviert sein. Wenn der nämlich deaktiviert ist, dann habt ihr hier das Problem schon erkannt. Dann müsst ihr den Haken bei deaktiviert rausnehmen. Ansonsten könnt ihr auch noch hier im Soundsystem einmal schauen. Hier ist der Lautsprecher von mir. Ja. Hier seht ihr, diese Geräte sind nicht angeschlossen, deshalb funktionieren die natürlich nicht. Ja, könnte ich aber anschließen, dann würden sie funktionieren. Hier auf den Lautsprecher einmal drauf gehen, ja. Rechte Maustaste, dann auf die Eigenschaften. Und hier müsste ja das Gerät eben auch als aktiviert sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert es eben auch nicht. Ja. Ja, hier unter Sound, das ist ein Soundschema, da braucht ihr gar nicht zu gucken. Da löst ihr das Problem nicht. Vielleicht war das jetzt hier schon euer Problem. Wenn nicht, gibt es einen weiteren Schritt, den ihr ausprobieren könnt. Ihr drückt dazu die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig. Dann erscheint hier dieses Ausführen-Feld und dann gebt ihr diesen Befehl hier, ja, hier in diese Zeile ein. Ich habe euch den Befehl unter dem Video einmal reingeschrieben. Da könnt ihr den auch rauskopieren, wenn ihr den jetzt an einem Handy-Display vielleicht nicht erkennen könnt. Dann drückt ihr auf OK und es öffnet sich der Gerätemanager. Hier geht ihr jetzt auf Audio, naja, nee, Entschuldigung, ihr geht erstmal hier auf Audio, Video, Game Controlling. Ja, hier wäre der Lautsprecher zu finden. Es geht aber jetzt um die Soundkarte. Und zwar, ja, müssten wir hier einmal gucken, ob die Treiber noch aktuell sind. Dafür klicke ich die an. Ich gehe dann auf rechte Maustaste. Ja, gucke auch hier, ob das Gerät nicht deaktiviert ist. Ja, das muss natürlich auch aktiviert sein, weil wenn die Soundkarte deaktiviert ist, dann funktioniert das nicht. Ja, ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, meine Treiber zu aktualisieren. Ja, das kann manchmal auch helfen. Ansonsten das Gerät deinstallieren und ja, mit dem Neustart nochmal neu installieren. Das kann vielleicht auch mal helfen. Ja, mein Gerät funktioniert hier wieder einwandfrei, alles cool. Manchmal hilft vielleicht auch sogar einfach schon Neustart, ja, falls mal Sound nicht funktioniert. Ja, das kann eben auch dann helfen. Das ist so das, was ihr auch als erstes mit überprüfen solltet, neben den ganzen Steckern. Ja, am Ende nochmal einen Tipp, falls das Ganze nach einem Windows Update passiert ist, ja, direkt danach, dann hat man die Möglichkeit, hier einen Update-Verlauf anzuzeigen, Updates zu deinstallieren oder eben auch wieder andere ja, Zeitpunkte vor dem Update wiederherzustellen. Wie man das zurücksetzt, das zeige ich euch in diesem verlinkten Video. Ansonsten hoffe ich, dass euch ja das Video geholfen hat. Ich sage bis dann, euer MacTaverick.